Hallo und herzlich willkommen zu meinem Nora Roberts Video. Dies ist der zweite Versuch, denn beim ersten waren meine Akkus plötzlich leer und meine Wechselakkus sind ausgewandert im Sommerurlaub oder einfach nur verschwunden. Auf jeden Fall sind sie nicht da. Jetzt musste ich eine Weile warten, habe die ein bisschen aufgeladen und hoffe sehr, dass es jetzt hält, weil noch einen dritten Anlauf zu starten, habe ich jetzt echt keine Lust. Viele von euch haben mich gefragt, ob ich mal ein Video machen kann zur Einführung in Nora Roberts Bücherwelt. Wir hatten ein Video gemacht, Steffi und ich. Das ist jetzt ungefähr ein Jahr alt und haben dort über verschiedene Bücher von Nora Roberts geredet. Ich habe das Buch immer, das Buch, das Video immer wieder verlinkt auf Facebook und werde das auch nochmal unten in die Infobox verlinken, wenn ich es nicht vergesse. Aber ihr wünscht euch immer wieder dieses Video und deshalb habe ich versprochen, ich mache das auch. Fangen wir einfach mal damit an, wie es bei mir losging. Es war irgendwann vor circa 10, 11, 12 Jahren. Ich war noch in der Ausbildung und meine Freundin und ich waren im Buchladen und wollten uns für die Sommerferien, für den Urlaub, wie auch immer, Bücher kaufen. Und es gibt ja von den Verlagen für den Sommer immer ja, so eine Special Edition mit anderen Covern und meistens sehr viel günstiger als die Originalausgaben. Und unter anderem war da auch ein Buch von Nora Roberts dabei. Und das war dieses hier, Der weite Himmel. Ich habe bis dato noch kein Buch von ihr gelesen gehabt und habe von der Autorin auch wundersamerweise noch nie was gehört. Ich fand, dass sich die Geschichte, eine Familiensaga in Montana spielend, sehr, sehr gut anhört und das hat mich so ein bisschen an Legenden der Leidenschaft erinnert. Den Film mochte ich früher sehr gerne und da habe ich mir gedacht, nehme ich mir mit. Es geht um drei Töchter, Willa, Tess und Lily, die ihren verstorbenen Vater alle ja, kaum kannten, bis auf Willa und die nun nach seinem Tode auf die Ranch bzw. auf die Farm in Montana kommen, um dort ein Jahr lang gemeinsam zu leben, denn das war die Bedingung von ihm, um letztendlich das Erbe ausgezahlt zu bekommen. Dieses Buch hat alles gehabt, was ich mir quasi erwünscht habe. Es hatte diese Familiengeschichte, diese vielen Charaktere, die alle was Besonderes waren, die auch relativ tiefgründig waren für so eine Geschichte. Es war spannend, es hatte dieses Tiere-Landleben. Es wurden Menschen ermordet, es musste also ein Fall aufgeklärt werden. Das war wirklich sehr, sehr spannend. Der Schreibstil war flüssig und einfach, ja, Nora Roberts hat eine Art und Weise zu schreiben, die ist sehr lebendig und die macht Spaß, die ist locker, man braucht gar nicht viel darüber nachdenken, man liest einfach und so ging es mir halt mit dem Buch auch. Ich habe angefangen und konnte einfach nicht mehr aufhören. Und schon bevor ich das Buch überhaupt zu Ende gelesen hatte, hatte ich bei Amazon schon die nächsten bestellt, weil ich wusste, ich habe hier was entdeckt für mich, was ich vorher so noch nie gelesen habe. Das Genre Romantic Suspense, also eine Mischung aus Liebesgeschichte und Spannungsanteil, beziehungsweise Krimi und Liebesgeschichte oder Thriller und Liebesgeschichte, was man dann auch gerne Lady Thriller nennt heutzutage, war mir bis dahin neu. Ich kannte nur den klassischen Liebesroman. Ich habe zu der Zeit auch wirklich nur Liebesroman und Chick-Lit. Fantasy habe ich zu der Zeit noch gar nicht gelesen, außer Anne Rice. Ja, ich habe zu der Zeit einfach generell weniger gelesen. Denn nachdem ich Nora Roberts kennengelernt habe, bin ich dann auch im Internet auf die Suche gegangen und habe bei Amazon gestöbert und da ging es mir genauso, wie es euch geht. Man geht auf Amazon und sieht, die Frau hat einfach Unmengen Bücher geschrieben und man weiß gar nicht, was man lesen soll. Man hat quasi ja schon gar keine Lust mehr, weil einen der Mut verlässt, sich da durchzuackern durch die Amazon-Liste und zu gucken, welches Buch könnte denn vielleicht zu mir passen, was könnte mir gefallen, weil sie natürlich auch unterschiedliche Genres hat. Nora Roberts schreibt Kurzgeschichten, sie schreibt Romane, sie schreibt Trilogien, sie schreibt Einzelromane und sie schreibt Reihen. Sie schreibt Fantasy-lastige Liebesromane, sie schreibt diese Romantic Suspense, sie schreibt auch reine Liebesromane und man muss halt einfach gucken, was ist für mich das Passende. Ich sage immer, jemand, der kein Buch findet bei Nora Roberts, was ihm gefällt, kann ich mir immer gar nicht vorstellen. Es soll Leute geben, die mögen sie überhaupt nicht. Sie wurde auch sehr lange Zeit abgetan als ja, Schundliteratur und es ist ja sowieso nur Liebesschmalz und. Aber das ist es absolut nicht. Und ich stelle euch einfach ein paar Bücher vor, die ich euch wirklich empfehlen kann und versuche irgendwie so ein bisschen
eine Übersicht zu geben über die Bücher aus den verschiedenen Genres, aus den verschiedenen, ja, Serien, wie auch immer. Ich will natürlich jetzt hier nicht 3 Stunden lang erzählen, mein Akku macht wahrscheinlich sowieso so lange nicht mit, aber ich möchte natürlich schon so viel wie möglich wiedergeben. Der Weite Himmel ist für mich immer noch das ideale Einsteigerbuch. Wenn ihr also keine Ahnung habt, mit welchem Buch ihr anfangen möchtet, wäre das sicherlich eine gute Empfehlung. Das Buch hat ziemlich viele Seiten und ich fand es toll als Einsteigerbuch. Mich hat es halt infiziert. Ich habe direkt danach ein Buch gelesen und zwar dieses hier. Lilien im Sommerwind, auch wieder ein Romantik-Suspense, eine Mischung aus einer spannenden Geschichte, aus einer Familiengeschichte, aus der Vergangenheit. Das spielt, glaube ich, in North Carolina und um den Mord an einem kleinen Mädchen, der nicht aufgeklärt wurde, und um eine Protagonistin, die in ihren Heimatort zurückgeht und diesen dort auch nach und nach aufklären möchte. Und das ist einfach spannend beschrieben und viele sagen immer auch Nora Roberts, dass diese seitenlangen Landschaftsbeschreibungen, die beschreibt keine Landschaften und auch schon gar nicht seitenweise. Natürlich beschreibt sie die Landschaft, das macht jeder andere Autor auch, das macht Nicholas Sparks, das macht jeder macht das. Also jeder Autor muss ja beschreiben, in welchem Setting sich seine Figuren da gerade bewegen, damit man eine Vorstellung davon hat, wie es da vielleicht gerade aussieht. Und genauso macht Nora Roberts das auch. Sie schreibt aber nicht 3 Seiten lang, wie schön die Hügel von Cornwall sind, sondern das fließt halt hier und da und dort so ein bisschen ein, dass man immer eine Vorstellung davon hat. Dieses Buch würde ich auch absolut empfehlen. Das ist wirklich richtig spannend. Das ist eine schöne Geschichte und es hat auch absolut mein Herz erobert, muss ich sagen. Welches Buch ich auch ganz toll von ihr finde, das ist auch aus der Sparte Romantic Suspense, ist Ruf der Wellen. Ruf der Wellen spielt in der Karibik, glaube ich. Ja, in der Karibik. Und es geht da um eine junge Frau und einen jungen Mann, Taucher und Meeresarchäologiestudentin, die suchen ein gesunkenes Wrack und die beiden waren einst ein Paar und treffen sich nun wieder und müssen also sehr eng auf dem Schiff zusammenarbeiten und da knistert es zwischen den beiden. Es ist ein absolut tolles Sommerbuch, das ist aber in meinen Sommerbuchempfehlungen schon mit dabei und deshalb würde ich jetzt dafür nicht so viel Zeit vergeuden. Absolut empfehlenswert, wer jetzt für den Sommer noch was sucht. Welche Bücher ich auch im Bereich Romantic Suspense absolut empfehlen kann, sind diese beiden hier. Das sind sehr, sehr alte Ausgaben, deswegen sehen die schon so ein bisschen abgeranzt aus. Das ist einmal Nächtliches Schweigen und einmal Rückkehr nach River's End. Diese beiden Bücher stelle ich zusammen vor, obwohl sie überhaupt nichts miteinander zu tun haben, weil die beide den gleichen Aufbau der Geschichte haben. Während wir in den anderen Geschichten einfach in der Gegenwart spielen und immer so Blenden von einem Charakter zum anderen haben oder zu dem Täter, der vielleicht gerade da irgendwelche Leute umbringt oder so, ist es hier so, dass wir die Hauptprotagonistinnen, das sind beides junge Frauen, im Alter von 5 Jahren oder 3 Jahren oder wie auch immer, sehr, sehr jung als Kind schon kennenlernen. Und ich finde, das ist immer was ganz Besonderes. Das gibt dem Leser das Gefühl, zu der Person eine emotionale Bindung aufzubauen. Und ich fand das sehr, sehr schön. Ich liebe diese beiden Bücher wirklich sehr. Hier ist es so, Emma ist eine Tochter eines Rockstars und sie lernt man kennen, wo sie 5 Jahre alt ist, glaube ich. Und dann nochmal im jungen Alter, irgendwas 17, 20 rum, wird nochmal ein Sprung gemacht und dann geht der nächste Sprung in die Gegenwart. Genauso ist es hier auch. Sehr jung lernt man Livy heißt sie, soweit ich das weiß, kennen und dann später nochmal in ihren jungen Jahren und dann wieder einen Sprung in die Gegenwart, wo dann die Handlung weitergeht. In beiden Büchern ist die Vergangenheit natürlich wichtig für die Charaktere, ansonsten würde die nicht so eine große Rolle spielen. Aber dadurch, dass man als Leser so emotional daran gebunden ist, ist es irgendwie was ganz Besonderes. Mir haben die Bücher beide sehr, sehr viel Spaß gemacht. Nächtliches Schweigen und Rückkehr nach River's End sind auf jeden Fall 2 Bücher, die ich immer wieder gerne weiterempfehle für Leute, die Nora Roberts lesen möchten und die halt sehr nah an den Charakteren auch sein möchten. Dann haben wir hier Mitten in der Nacht. Mitten in der Nacht ist auch ein Romantic Suspense, erschienen im Blend Valet Verlag. Alle anderen waren jetzt bisher aus dem Heine Verlag. Nora Roberts wird in mehreren verschiedenen Verlagen veröffentlicht. Das ist Diana, das ist Heine, Blend Valet und Limes haben wir noch.
Dann natürlich im Cora Verlag die ganzen Mira-Bücher, die zeige ich euch nachher noch. Und ja, ich glaube, das war es dann aber. Und natürlich Clubausgaben, Weltbild, sowas alles, ne? Ja, in diesem Buch geht es um eine Südstaaten und um eine Art Geistergeschichte. Der junge Declan Fitzgerald kommt nach New Orleans, also in die Nähe von New Orleans zumindest, und entdeckt dort ein Plantagenhaus, das er gerne haben möchte, und das kauft er sich auch irgendwann. Und als er dann da einzieht, merkt er, dass es da drin spukt, beziehungsweise er irgendwelche Visionen hat aus der Vergangenheit von einem Zimmermädchen, was damals früher da gearbeitet hat. Und diese ganze Familie, diese ganzen Intrigen, die damals abgelaufen sind, suchen ihn so nach und nach heim. Und er möchte natürlich wissen, was steckt dahinter, und da ist ziemlich viel passiert, und er versucht diesen Fall nun sozusagen in heutigen Zeiten nachträglich irgendwie noch aufzulösen. Wer Südstaaten-Romane mag, genauso sehr wie ich sie liebe und alles, was mit New Orleans zu tun hat, vergöttert, für den ist es dann dieses Buch vielleicht, womit er einen Fang machen kann. Ich fand es sehr, sehr geheimnisvoll, es hatte etwas Mysteriöses an sich, dieses Buch. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Irgendwie, da ist auch eine Szene im Sumpf nachher und so. Richtig toll. Also das hat mir auch richtig gut gefallen. Luft holen nicht vergessen. Südstaaten, weil wir gerade dabei sind. Dieses Buch spielt auch so ein bisschen in den Südstaaten, aber nicht in der Nähe von New Orleans. Sehnsucht der Unschuldigen, da geht es auch es ist auch Romantic Suspense, spielt in der heutigen Zeit, ohne Vergangenheitsdinger, aber es gibt eine rätselhafte Mordserie, und die muss halt aufgeklärt werden, und die Hauptprotagonistin weiß nicht so richtig, ob sie dem Mann, den sie da ganz sexy findet, vertrauen kann oder nicht. Auf jeden Fall auch eine richtig tolle Geschichte. Also es gibt so viele tolle Geschichten, das kann ich euch sagen. So, alles, was hier steht, steht hier nicht umsonst. Ich habe nicht umsonst 70 Bücher oder so von ihr. Ich habe nicht gezählt. Es stehen immer noch welche im Regal. Es sind noch lange nicht alle, die hier um mich herum verteilt sind. Hier unten unter dem Tisch liegen auch noch welche. Also, Dann haben wir hier die gebundenen Bücher. Und zwar gibt es das mittlerweile auch als Taschenbuch. Ein Haus zum Träumen ist ein wunderschönes Buch. Da geht es um Cilla. Cilla zieht in das Haus ihrer Großmutter ein und wird auch da mit der Vergangenheit ihrer Familie konfrontiert. Und ihr Nachbar ist ein junger, gut aussehender Mann, der Comics zeichnet und einen sehr witzigen Hund hat. Die beiden freunden sich an, und Cilla merkt aber relativ schnell, dass irgendwer im Dorf gegen sie ist und ihre Sachen zerstört, neu angebauten Blumen und was weiß ich, das Haus angreift, während sie da renoviert. Also es werden immer wieder Anschläge auf sie verübt, und sie will natürlich rausfinden, wieso, weshalb, warum und ob es was mit dem Familiengeheimnis zu tun hat. Das ist wirklich ein tolles Buch. Die Arbeiten, die an dem alten Haus beschrieben werden, die Flashbacks in die Vergangenheit von Cillas Familie. Wirklich sehr, sehr schönes, spannendes Buch. Hat mir super gut gefallen. Ich habe dem damals 5 Sterne gegeben. Ich weiß noch, wir haben Büchertreff alle davon geschwärmt. Dann Im Schatten der Wälder von Nora Roberts. Das habe ich sogar rezensiert. Ich verlinke euch die Rezension unten in die Infobox. Ein sehr, sehr spannendes Buch über eine junge Hundetrainerin, die auf Orcas Island lebt. Und die lernt einen jungen Mann kennen, Simon. Der kommt mit seinem Welpen zu ihr in die Hundeschule. Und es gibt einen Mörder, der die Frauen mit einem roten Schal erdrosselt. Und die versuchen natürlich, diesen Mörder zu finden. Auch wieder sehr, sehr spannendes Buch. Dann Sommerflammen hatte ich auch auf meinem Kanal schon vorgestellt. Ist ein Buch über Feuerspringer. Fand ich sehr, sehr interessant. Das spielt in... War das Alaska? Nee. Ach, irgendwo in Nordamerika, in so einem Nationalpark da. Da geht es auch um verkohlte Leichen, Mordfälle, Anschläge und um das Leben in so einer Station. Hier geht es auch um eine Protagonistin, die sich eigentlich gar nicht auf eine Beziehung einlassen möchte, wo er der Mann der Antrieb dafür ist, dass eine Beziehung entsteht. Auch ein sehr, sehr gutes Buch, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Es gibt viele Bücher. Die Tochter des Magiers spielte in einer Art Zirkus. Das geht um Zauberkünstler und Magie, um Familie und natürlich wieder um die Liebe. Es ist auch wieder spannend, gefällt mir wahnsinnig gut, kann ich euch auch empfehlen. Gefährliche Verstrickung von Nora Roberts ist auch eins ihrer älteren Bücher. Da geht es um Juwelendieb, um
Ja, also wirklich emotional ein tolles Buch, was ich nie gedacht hätte. Das stand jahrelang bei mir rum ungelesen. Ich habe es jetzt vor ein, 2 Jahren das erste Mal wieder also zur Hand genommen und fand es wirklich richtig gut. So, ganz kurz die Stimme ölen. Und dann soll es auch schon weitergehen. Jetzt habt ihr einen kleinen Überblick über Bücher, die jetzt einen Anteil Liebesgeschichte und einen Anteil Spannung haben. Wenn ihr reine Liebesgeschichten mögt oder Kurzgeschichten mögt, dann kann ich euch die Bücher aus dem Mira Verlag empfehlen. Ich habe jetzt aber hier nur Kurzgeschichten mitgebracht. Da gibt es zum Beispiel einmal die Love Affairs-Reihe. Da sind 3 Kurzgeschichten drin. Dann gibt es die Sommerträume-Reihe. Davon gibt es auch mehrere, die spielen dann alle in anderen Ländern. Davon ist der zweite Band auf jeden Fall richtig gut. Und dann gibt es Winterträume. Das sind dann so Winter-Weihnachtsgeschichten, alles Kurzgeschichten. Das sind auch meistens reine Liebesgeschichten. Die sind viel zu kurz, um da viel Krimi-Handlung oder sowas reinzubringen. Und von daher sind es meistens reine Liebesromane. Generell ist zu sagen, dass die Bücher, die bei Mira erschienen sind, meistens die reinen Liebesromane sind, in denen es natürlich auch noch eine hintergründige Handlung immer gibt. Nicht nur die Geschichte an sich, wie sich zwei treffen und verlieben. Aber es ist nicht so spannend. Das Einzige, was bei denen noch erschienen ist, sind die Familiensagas. Da gibt es zum Beispiel die Kellhounds, die McCates, die Stanislavskis und noch irgendwelche mehr. Donovans. Die Donovans zeige ich euch gleich nochmal extra. Das sind also die bei Mira Verlag. Wenn ihr die Bücher seht, die erkennt man ja immer ganz schön an diesen gleichen Buchrücken, dann wisst ihr, dass ihr eher bei der seichten Schiene gelandet seid. Die im Heine Verlag oder in den anderen Verlagen erschienenen Bücher, das hier alles, das sind eher die Romantic Suspense Bücher, also die mit Spannungsanteil. Und die bei Mira Verlag sind meistens eher so die harmloseren, seichteren Liebesromane, auch meistens sehr alte Kurzgeschichten von ihr, die da veröffentlicht werden, aber auch nicht unbedingt schlecht. So. Zum Beispiel, welches Buch ganz schön war, ist auch ein Einzelroman, der unter Mira erschienen ist, ist Ein Meer von Leidenschaft. Da geht es wieder, ist auch ein schönes Sommerbuch auf jeden Fall, geht es ums Tauchen und ums Meer und das ist wirklich sehr, sehr schön. Das hatte ich auch an einem Tag durchgelesen. Meistens hat man sehr, sehr große Schrift und wenig Seiten, nicht mal 300 Seiten. Und das sind so zwischendurch Bücher von Nora Roberts, wenn man mal keine anderen mehr hat. Wie gesagt, gibt es dann noch so leicht Fantasy angehauchte, wie zum Beispiel die, wenn ich jetzt noch wüsste, wie die Reihenfolge ist, die Donovans. Nee, ich glaube, so war richtig. Ist ja auch egal. Die Donovans ist eine vierteilige Serie und da geht es um Hellseher, um ein bisschen Magie. Ich bin da mal weg. Das macht wirklich Spaß zu lesen. Hier spielt auch ein Wolf eine Rolle. Es ist eine Reihe, die mir wirklich richtig gut gefallen hat. Also man kann auch nicht sagen, dass alle Bücher, die bei Mira erscheinen, schwächer sind als die anderen, weil diese Reihe hat es wirklich in sich und ich habe auch noch nicht alle gelesen. Wer so auf Familiensagas steht, wie die O'Haras oder die Stanislavskis oder so, der soll sich da einfach mal reinfuchsen und lesen. Mein Ding ist es nicht. Deswegen habe ich die Bücher jetzt nicht hier. Aber ich wollte euch nur sagen, dass es sowas gibt. So, dann hat Nora Roberts sehr viele Trilogien geschrieben. Beispielsweise die Garten Eden Trilogie. Die Garten Eden Trilogie besteht aus Blüte der Tage, dunkle Rosen und rote Lilien. So, ich habe damals das erste Buch gelesen, als es frisch erschienen ist und musste sehr, sehr lange auf die folgenden Teile warten. Ich habe die also immer mit einem halben Jahr oder einem Jahr Abstand gelesen. In dieser Geschichte geht es, also das ist natürlich eine zusammenhängende Handlung. Das heißt, es gibt immer eine Handlung, die im Buch abgeschlossen ist und eine große Rahmenhandlung, die sich durch alle 3 Bücher zieht. Es geht um eine Geistergeschichte. Es geht um diese Blumentitel, die sind nicht einfach so ausgedacht, sondern es geht um eine, ja, es ist ein Familien, so eine Art Blumen. Ja, Gärtnerei eigentlich. Die züchten Blumen, verkaufen Blumen und es geht sehr viel auch um Natur und Pflanzen natürlich. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Reihe. Die ist auch spannend. Die hat auch viel Vergangenheitsfamiliengeschichte und so drin.
war jetzt aber, also ich fand die toll, aber ich mag die einzelnen Romantik-Suspense-Bücher lieber, muss ich ehrlich zugeben. Aber wer sowas mag, für den ist vielleicht das Richtige. Welche Trilogie ich noch toll fand, war hier die Zeit der Träume, Zeit der Hoffnung, Zeit des Glücks. Das ist die Schlüssel-Trilogie. Dann gibt es Nächte des Sturms, also Insel des Sturms, Nächte des Sturms, Kinder des Sturms. Das ist die Gallagher-Pup-Trilogie, die spielt in Irland. Sehr, sehr viele Bücher von Neil Roberts spielen in Irland. Dann haben wir hier So hoch wie der Himmel, So hell wie der Mond. Und dann gibt es noch so irgendwas, Teil 3. Habe ich jetzt nicht alle gelesen. Wie gesagt, ich habe einfach auch irgendwann ein zu breites Lesespektrum bekommen, dass ich nur noch Noah Roberts Bücher lesen konnte. Aber ich habe mal wieder richtig Bock auf ein Noah Roberts Buch, muss ich gerade feststellen. Jetzt, wo ich so drüber rede, mache ich mir wieder selber Lust drauf. Dann gibt es noch ihre Fantasy angehauchten Bücher. Das sind so zum Beispiel hier wie Die Zeit. Die sind schon so angehaucht. Irgendwas fehlt mir aber, die habe ich glaube ich da. Es gibt noch so eine Reihe, die im Licht-Reihe, das sind drei Bücher. Da geht es auch um Hexen und Zauberer und um drei Schwestern, die einen magischen Buchladen oder so eröffnet haben. Auf jeden Fall richtig toll. Dann gibt es noch die Töchter des Feuers, Töchter des Windes, Töchter des Sturms oder so. Die spielt in Irland und es ist wirklich alles so leicht magisch angehaucht bei den Trilogien. Dann gibt es zum Beispiel diese hier, die Ring-Trilogie, die ist auch sehr, sehr bekannt, fängt an mit Grün wie die Hoffnung, Blau wie das Glück und der letzte Teil ist Rot wie die Liebe. Ich habe irgendwann mitten bei Grün, hier ist das Lesezeichen noch drin, auf Seite 265, also kurz vorm Ende, aufgehört, weil ich zu der Zeit keine Lust auf Fantasy hatte und das ist wirklich eine sehr Fantasy-lastige Trilogie. Es geht Ja, wie soll man das sagen? So eine dunkle Königin. Es spielt in Irland. Kampf zwischen Gut und Böse. Viele verschiedene magische Figuren. Und natürlich bildet sich auch in jedem Buch wieder ein Liebespaar. Das sollte man bei den Trilogien immer beachten. Es bildet sich meistens in jedem Buch von den dreien ein Liebespaar. Somit sind es schon mindestens 6 Protagonisten, die immer eine Rolle spielen in den Büchern. Ich hoffe, ich rede euch nicht zu schnell und zu viel und ihr kommt irgendwie noch mit. Welche Trilogie ich euch absolut ans Herz legen möchte, ich habe die Club-Ausgaben davon da, die gibt es aber auch beim Blendwellet Verlag, ist diese hier, die Sign of Seven Trilogie mit Abendstern, Nachtflamme und Morgenlied. Das ist eine richtig, richtig geile Trilogie. Ich habe den dritten Band noch nicht gelesen, den zweiten, den ersten auf jeden Fall, ich glaube den zweiten auch, nur den dritten Teil noch nicht. Na, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall geht es um Hawkins Hollow, eine Stadt, in der mysteriöse Dinge passieren. Um drei junge Paare, die sich natürlich erst kennenlernen, zusammenkommen, die auch alle drei sehr unterschiedlich sind. Diese Trilogie hat so wahnsinnig viel. Wenn man die liest, es ist Wahnsinn. Man hat, also ich habe selten bei einem Horrorbuch oder Thriller oder so, ich habe selten Angst, aber bei diesen Büchern habe ich mich nachts nicht aus meinem Bett getraut, um auf die Toilette zu gehen beim Lesen, weil ich Angst hatte, dass dieser Geist, der da drin beschrieben ist, so ein kleiner Junge mit leuchtend glühend roten Augen in meinem Flur steht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, diese unheimliche Stimmung, die sie da erzeugt, diese ganze Stadt, diese kleine, wie die beschrieben wird, dieses ganze Drumherum, dieses Geister, dieses Mystery, das ist toll. Und dann noch diese Liebesgeschichten und diese witzigen Charaktere, dann hat das so viel Witz generell einfach zwischen denen und es ist einfach toll. Es macht einfach Spaß zu lesen, es ist eine wahnsinnig schöne Trilogie und wer so ein bisschen was mit mysteriös und so lesen will und auch gerne reinliest, der sollte sich vielleicht die Trilogie mal angucken. Also ich kann die absolut empfehlen, ich finde die wirklich richtig, richtig gut. Ja, so, hier unten, das hatten wir dann abgearbeitet. Dann gibt es noch zum Beispiel die Quinn-Brüder-Reihe. Das ist eine vierteilige Reihe. Die ist auch gut, aber das ist zum Beispiel eine Reihe, in der gibt es nichts Mysteriöses. Es ist eine reine Familiensaga. Mir persönlich war es zu langweilig. Ich mag, wie gesagt, die Romantic-Suspense-Sachen lieber. Hier oben stehen auch noch so ein paar Sachen, also hier Herbstmagie und Sommersehnsucht beispielsweise sind aus der Brides Quartett Serie. Da gibt es Frühlingsträume,
Dann kommt Sommersehnsucht, Herbstmagie und Winterwunder, glaube ich. Und das erste und das letzte Buch habe ich nicht, weil die beiden habe ich günstig auf dem Mängelexemplartisch erstanden. Und Teil 1 und 4 wollte ich mir immer mal holen, damit ich es lesen kann. Aber bin ich noch nicht zugekommen. Dann habe ich hier hinten noch stehen, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber Im Licht des Vergessens, auch in Romantic Suspense, gibt es mittlerweile auch, ich glaube, hier von dem Verlag, wo auch Verschlungene Wege erschienen ist, von Diana Verlag, in so einem Cover. Richtig gute Bücher, also wirklich auch wieder richtig spannend. Und hier geht es auch darum, zum Beispiel auf einen Anschlag, um Morde und um eine junge Frau, die auf der Flucht ist vor den Erinnerungen und vor ihrem Trauma, das sie durchgemacht hat und wie sie sich damit auseinandersetzt. Und wirklich richtig schön. Man muss auch immer dazu sagen, ihre Bücher haben immer ein bestimmtes Thema. In Sommerflammen geht es um Feuerspringer, in Die Tochter des Magiers um einen Zirkus, um Magie. Hier geht es um Meeresarchäologie, dann haben wir Naturschutz, wir haben Rocker-Tochter, wir haben hier in Gestohlene Träume eine Suche nach drei Statuen aus der Kunstwelt. Also sie hat immer so ein Überthema, wo man immer noch auch was dazu lernen kann. Also ich kann aus jedem ihrer Bücher irgendwas lernen. Sie recherchiert immer sehr, sehr gut und bringt einem das sehr, sehr verständlich nahe, dass man auch das Gefühl hat, ah, okay, ich wollte schon immer mal wissen, was ein Feuerspringer macht, jetzt weiß ich's. Das Haus der Donner ist auch so eine Familiengeschichte. Im Sturm des Lebens spielt auf einem Weingut, auch sehr schön. Dann haben wir hier noch Das leuchtende Himmel spielt in Alaska, auch eine schöne Geschichte. Dunkle Herzen steht hier hinten beispielsweise, das ist auch ein Romantic Suspense. Da geht es zum Beispiel um, um so eine Kleinstadt, und in dieser Kleinstadt gibt es eine Art bösen Hexenzirkel, die Rituale vollführen und auch unheimliche, düstere Dinge, die da passieren. Und das ist dann nochmal ein bisschen düster angehaucht. Also ihr seht, ihr könnt da wählen aus einem breiten Spektrum an Büchern. Insel der Sehnsucht ist zum Beispiel auch ein schöner Roman. Was haben wir noch? Es geht natürlich auch öfter mal einfach um Themen wie Heiraten oder so, ne? Also bei der geht es immer relativ schnell. Die Paare, die sind immer Friede, Freude, Eierkuchen, verliebt. Alles ist immer, egal wie schwer, finden sie am Ende meistens zusammen. Es gibt meistens ein Happy End. Die Nora Roberts Bücher sind jetzt vielleicht nicht großartig überraschend, aber sie überraschen durch die Qualität. Ich habe die gebundenen Bücher, kaufe ich mir immer, wenn sie rauskommen, jetzt sofort. Deswegen Taschenbücher war früher, aber die gebundenen inzwischen, ich kann da nicht warten, bis das Taschenbuch rauskommt. Nora Roberts ist für mich eine absolute Offenbarung. Ich finde, jede Frau sollte zumindest mal, also die Männer müssen ja nicht unbedingt, aber jede Frau sollte vielleicht mal ein Buch von Nora Roberts einfach probieren. Und von den Themen her seht ihr ja, dass es relativ breit gefächert ist. Und ich denke, da ist eigentlich für jeden was dabei. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu irgendwelchen Büchern von Nora Roberts, könnt ihr mich gerne fragen. Aber ich habe natürlich auch nicht alle gelesen. Der Großteil, also alles, was hier so liegt und steht, bis auf hier so Teil 3 und so, habe ich gelesen. Auch alles, was hier so rumsteht, bis auf diese Trilogie und so, habe ich auch gelesen. Nun möchte ich noch kurz was zu den Verfilmungen sagen. Es wurden, glaube ich, 8 oder 9, wenn man jetzt Insel der Sehnsucht, ist ein relativ alter Roman. Der soll auch verfilmt. Josie, du passt da nicht durch hinter mir. Geh doch mal weg. Relativ alte Verfilmung. Den Film habe ich auch nie gesehen. Aber es wurden verfilmt Der weite Himmel, Verschlungene Wege, Mitten in der Nacht. Ein Haus zum Träumen wurde verfilmt. Das war der letzte Film, in dem Brittany Murphy mitgespielt hatte. Das Leuchten des Himmels wurde verfilmt. Ist noch irgendwas hier stehen? Im Licht des Vergessens wurde verfilmt. Lilien im Sommerwind wurde verfilmt. Ich glaube, das war es dann aber auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Fehlt eins. Naja, jedenfalls hoffe ich, dass noch mehr Filme rauskommen und dass noch andere Bücher verfilmt werden. Ich würde mir wünschen, dass Sommerflammen verfilmt wird,
Ich würde mir auch Im Schatten der Wälder als Buchverfilmung wünschen. Der Ruf der Wellen wäre noch so ein Traum von mir, aber ich denke mal, was da auf dem Meer spielt mit Schatzsuche und Wrack und so, ist ein bisschen umständlich. Was würde ich mir noch wünschen? Ich würde mir wünschen, dass die Sign of Seven Trilogie verfilmt werden würde. Das wären richtig coole Filme. Und das war es dann eigentlich auch schon. Ich habe mir Mühe gegeben, schnell zu sprechen und euch die Bücher schnell vorzustellen, damit mein Akku nicht wieder flöten geht. Und ich wollte euch auch nicht stundenlang aufhalten. Aber ich hoffe, dass ich diese kleine Übersicht einfach ein bisschen gefallen hat und dass ihr jetzt einen Einblick darüber habt, was Nora Roberts überhaupt veröffentlicht, wo ihr vielleicht suchen könnt, wo sich ein Schatz für euch verbirgt, ja. Und ihr könnt mir gerne schreiben, ob ihr Fan von Nora Roberts seid oder ob ihr jetzt vielleicht ein Buch mal von ihr lesen wollt, ob ihr sie mal gerne mochtet, vielleicht nicht mehr oder umgekehrt, mal nicht mochtet und dann doch noch was für euch entdeckt habt. Ich finde, Nora Roberts ist ein unheimlich spannendes Thema. Das war es schon immer im Büchertreff. Es gab immer diese absoluten Verfechter von Nein, lese ich niemals und die, die es toll fanden. Aber es gab selten welche, die gesagt haben, sie fanden es nett und lesen mal ab und zu ein Buch von ihr. Ich hatte mal ein Autorenporträt geschrieben im Büchertreff. Wenn ihr wollt, verlinke ich euch das unten in die Infobox. Das ist schon sehr, sehr viele Jahre alt, aber es ist so ein bisschen Biografie. Dann könnt ihr auch gucken, ja, wie sie angefangen hat zu schreiben und wie alt die Frau ist und sowas alles. Da könnt ihr mal reingucken. Ansonsten gibt es viele, viele schriftliche Rezensionen im Büchertreff. Zu Nora Roberts, da könnt ihr auch mal reinschauen. Ansonsten fällt mir jetzt nichts weiter ein. Also wie gesagt, ich versuche euch die Videos zu verlinken, die ich jetzt gemacht habe. Von den beiden habe ich auf jeden Fall. Und ja, habt ihr denn zum Beispiel Bücher mehrmals gelesen? Ich überlege nämlich, ob ich mitten in der Nacht noch mal lese. Ich hätte auch Lust, Nächtliches Schweigen und River's End nochmal zu lesen. Der Ruf der Wellen wollte ich immer nochmal lesen. Also ich habe auch so Lust auf immer die gleichen Geschichten, weil es einfach schön ist und mich in die Zeit zurückversetzt, wo ich die Bücher das erste Mal gelesen habe. Gut, meine Lieben, das soll es von mir gewesen sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit den Büchern von Nora Roberts. Ich hoffe, das Video, wie gesagt, hat euch ein bisschen gefallen und wir sehen uns dann bei meiner nächsten Rezension oder was auch immer wieder. Ja. Bis dann. Tschüss.